Hey Mann, schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dir erklären, warum es sinnvoll sein kann, wenn du der Frau nicht direkt sagst, was du von ihr willst, nicht direkt Interesse bekundest. Wir haben ja letztens in einem Video darüber geredet, vor ungefähr ein, zwei Wochen, wo ich dir gesagt habe, es macht immer Sinn, der Frau direkt zu sagen, was du willst, direkt zu kommunizieren, was du von ihr willst. Ich will dich, du gefällst mir, ich will dich treffen und so weiter. Und das macht auch Sinn und ich werde dir auch am Ende des Videos verraten, was von diesen beiden Sachen denn jetzt am Ende des Tages das Richtige ist. Aber zuerst erkläre ich dir, warum es auch sinnvoll sein kann, wenn du nicht direkt der Frau sagst, was du von ihr willst und nicht direkt kommunizierst, dass du zum Beispiel auf sie stehst. Also sehr verwirrend, aber ich kläre das jetzt im Laufe des Videos. Es hängt nämlich immer von den Umständen ab und man kann es nicht immer ganz genau sagen. Die Vorteile davon, wenn du direkt kommunizierst, was du willst, ist natürlich ganz klar, das ist eine gewisse Art der männlichen Ausstrahlung, eine gewisse Art des, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das durch, ich hole mir, was ich will. Und das kann sehr, sehr attraktiv und sehr gut wirken, im richtigen Umstand. Auf der anderen Seite, wenn du nicht immer sofort verrätst, was du von der Frau willst und damit so ein bisschen hinter den Bäumen, könnte man sagen, hältst, also einfach das nicht direkt verrätst, dann kann das den Vorteil haben, dass sie sich ständig fragt, hey, was ist das jetzt genau? Hat er mein Interesse an mir? Hat er kein Interesse an mir? Wo stehe ich bei diesem Mann? Werden wir uns wiedersehen? Werden wir uns nicht wiedersehen? Habe ich ihn bereits für mich gewonnen? Habe ich ihn noch nicht für mich gewonnen? Und das ist ein enormer Vorteil für dich, weil dann ihr Interesse für dich steigt. Ja, unser Interesse hängt immer sehr viel davon ab, wie unklar eine Sache auch ist. Wenn eine Sache komplett klar ist, also wir wissen komplett, was passiert, dann ist sie automatisch weniger uninteressant. Wenn die Frau ganz genau weiß, das genau will er von mir, dann ja, wirkt das, kann das ja anziehend wirken, dadurch, dass du direkt kommuniziert hast. Aber sie weiß dann auch genau, was kommt, sie weiß genau, was passieren wird. Und das nimmt so ein bisschen das Interesse raus. Und deswegen kann es oft auch sehr sinnvoll sein, wenn du nicht direkt kommunizierst, was du von ihr willst. Das mache ich dann zum Beispiel öfter, ich verwirre die Frauen ganz gerne auf Dates, indem ich zum Beispiel am Anfang des Dates zu ihr sage, wir werden heute nicht miteinander schlafen. So, oder ich kann nur mich mit dir treffen, wenn du versprichst, deine Hände bei dir zu behalten oder nicht körperlich zu werden. Das ist eine super effektive Taktik, um die Frau zu verwirren, denn normalerweise sagt die Frau das zu dir. Normalerweise sagt die Frau zu dir, hey, aber wir werden heute nicht miteinander schlafen. Aber in diesem Fall benutzt du ihre eigene Waffe sozusagen gegen dich, denn sie benutzt diese Waffe gegen dich, um Verwirrung zu stiften, um Verwirrung zu erzeugen bei dir als Mann und um zu gucken, als ob du dich trotzdem als Mann noch durchsetzen kannst. Du kannst aber diese Waffe nehmen und sie einfach gegen sie einsetzen, im Sinne von, wir werden heute nicht miteinander schlafen. Und selbst wenn sie nicht darüber nachgedacht hat, mit dir zu schlafen, selbst wenn das nicht ihr Ziel war, wird sie sich trotzdem denken, hä, wieso sagt er das jetzt? Hä, das hat ja noch nie ein Mann zu mir gesagt. Du hebst dich erstmal von der großen Masse von Männern ab, indem du solche Aussagen machst, aber sie fragt sich halt auch, hä, aber warum nicht? Und es kann sein, dass allein durch diese Aussage sie so ein bisschen dazu angestachelt wird, dann doch mit dir schlafen zu wollen. Im Sinne von, haha, dem zeige ich es jetzt, dass das trotzdem funktioniert. Das ist super effektiv und kann dafür sorgen, dass die Frau mehr Interesse auf einmal hat für das Ganze, sich mehr daran interessiert. Wo sie am Anfang vielleicht dachte, ich weiß genau, worauf das hinausläuft und darauf habe ich keine Lust, denkt sie sich jetzt vielleicht, okay, interessant, ich schau mal, was passiert. Das ist übrigens auch die Einstellung, und da kannst du Frauen fragen, mit denen viele Frauen auf ein erstes Date gehen, im Sinne von, ich schaue einfach mal, was passiert. Und wenn du das offen lässt, wenn du das unklar lässt, dann kann das sehr machtvoll sein. Ja, dann kann das einfach dafür sorgen, dass sie sich auf eine Sache einlässt, auf die sie sich vielleicht sonst nicht eingelassen hätte. Wenn du direkt bist, kann es sein, dass du sie dadurch aussortierst und sie dann sagt, nein, daran habe ich kein Interesse. Aber wenn du vage bleibst, dann kann es sein, dass sie einfach aus Interesse an dieser vagen Sache, aus Interesse daran, was passieren könnte, sich mit dir trifft. Und dann kann es halt dazu führen, dass ihr dann vielleicht miteinander schlaft oder sogar zusammenkommt, wo ihr euch vielleicht niemals getroffen hättet, wenn du direkt kommuniziert hättest. Das ist halt die Art und Weise, wie auch Frauen kommunizieren, nämlich eher ein bisschen vage und ein bisschen ungenau. Und wenn Männer auf diese Art und Weise kommunizieren, haben Frauen oft das Gefühl, die Männer haben das Flirten so ein bisschen drauf. Also ein Mann, der wirklich krasse Flirtkenntnisse hat, der arbeitet eher auch mal mit vagen Sachen. Ja, es ist natürlich auch eine Flirtfähigkeit, direkt kommunizieren zu können. Das ist auch eine Flirtfähigkeit. Aber wenn man an klassisches Flirten denkt, an klassisches Casanova
Oldschool-Flirten, dann hat das mehr mit Wahrheit zu tun. Mehr damit, Informationen vorzuenthalten und nicht damit, Informationen zu geben und direkt zu sein. Wie gesagt, das sind beides Formen, das sind beides sein Für und Wider. Aber wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass du mit der direkten Kommunikation nicht so gut fährst mit den Frauen, also dass du direkt den Frauen kommunizierst und dadurch viele Frauen verlierst, was natürlich passieren kann bei der direkten Kommunikation, dann kann ich dir nur empfehlen, mal indirekter zu kommunizieren. Das heißt, nicht direkt unbedingt beim Ansprechen, beim Kennenlernen. Also auch beim Ansprechen musst du nicht super direkt sein, sondern, und das habe ich immer schon gesagt, die beste Variante ist, wenn du die Frau situativ ansprichst. Wenn du noch nicht gesehen hast, wie das funktioniert, da habe ich mal ein Live-Flirt-Video zu gemacht, ist erster Link in der Beschreibung. Wenn du die Frau situativ ansprechen kannst, ist das Beste, was du machen kannst, weil die Frau dann halt nicht weiß, worauf es hinausläuft und immer noch einen Moment wartet, um rauszufinden, was passiert jetzt hier. Das ist interessant. Ich habe einen Kumpel, das ist einer der besten Typen mit Frauen überhaupt. Eines Tages bekomme ich den auch mal vor die Kamera, dann zeige ich euch den mal. Das ist einer der besten, der hat es so drauf mit Frauen, mehr als ich noch. Und bei ihm ist es so, ich sehe ihn beim Flirten, aber ich verstehe einfach nicht, was er macht. Ich verstehe es nicht und die Frauen verstehen es auch nicht. Bei jedem anderen Mann, den ich sehe, weiß ich, okay, das macht er gerade, das ist, sage ich mal, die Flirttechnik, das ist seine Absicht. Bei ihm verstehe ich es nicht. Ich verstehe nicht, was er da macht. Deswegen kann ich auch immer ganz schlecht mit ihm zusammen flirten, weil ich gar nicht weiß, was er da überhaupt macht. Und die Frauen wissen das halt auch nicht. Und weil sie neugierig sind, weil es sie interessiert, was denn hier abgeht oder was hier überhaupt passieren soll, bleiben sie oft sehr lange mit ihm im Gespräch und irgendwie sorgt er dann dafür, dass die Frauen dann noch größeres Interesse an ihm haben und dann läuft es sehr gut mit den Frauen. Also er macht das halt mittlerweile, er macht das so gut, dass ich nicht mal verstehe, was er da macht und die Frauen halt auch nicht und das erzeugt riesiges Interesse bis hin zu dem Punkt, dass er einfach dadurch regelmäßig Frauen verführen kann. Also wie gesagt, zwei verschiedene Herangehensweisen und wenn du merkst, so mit der direkten Kommunikation komme ich irgendwie nicht weit, die direkte Kommunikation funktioniert für mich nicht so, dann benutze mal ein bisschen mehr das Indirekte und lass mal ein bisschen mehr, ja, das Vage offen, lass mal ein bisschen das Mysterium aufrechterhalten, also erhalt mal ein bisschen das Mysterium aufrecht. Das sage ich ja sowieso immer wieder, Thema, ihr zum Beispiel nicht nach dem Date sagen, dass ihr euch auf jeden Fall wiedersehen werdet, sondern sie da ein bisschen in der Schwebe lassen. Du kannst auch so eine Mischung fahren aus mal sehr direkter Kommunikation, aber auch mal sehr vager Kommunikation. Gut ist es, wenn die Frau sich einfach nie komplett sicher sein kann, denn der Moment, wo die Frau sich komplett sicher ist, ist der Moment, wo ein gewisses Interessenlevel einfach verloren geht, weil wenn sie weiß, so ist es heute, so wird es morgen passieren, es ist absolut vorhersehbar, dann geht natürlich Interesse verloren. Und wenn du immer so ein bisschen variierst, wenn du auch mal undurchschaubar bist, dann kann neues Interesse entstehen und wenn du merkst, dass nur direkte funktioniert bei mir nicht, dann bau ein bisschen mehr vage Kommunikation ein. Und ich sage das deswegen, weil es Männer gibt, die müssen mal lernen, direkt zu kommunizieren, weil die es einfach nicht hinbekommen. Und wenn du gar nicht direkt kommunizieren kannst, wenn du nicht, sage ich mal, die Eier auf den Tisch legen kannst und mal direkte Kommunikation benutzen kannst, dann solltest du das erstmal lernen, bevor du hier anfängst, irgendwie durch Hintertürchen irgendwas zu machen oder komisch zu kommunizieren. Aber wenn du das schon kannst, wenn du schon direkt kommunizieren kannst und das ist nicht dein Problem, dann arbeite mal so ein paar, ja, indirektere Elemente in dein Flirt ein, so ein paar vage Elemente, so à la, ha, wir schlafen heute nicht miteinander und dann mal gucken, was passiert. Das mache ich übrigens immer so, ich bin wie so ein sozialer, ich mache gerne so kleine soziale Experimente, also ich sage einfach gerne Dinge und gucke dann, wie die Personen reagieren. Also ich sage einfach Dinge, die nicht normal wären und gucke dann, wie die Personen reagieren. Einfach um zu schauen, was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Und das ist super spannend, das macht super Spaß. Natürlich nicht auf eine fiese Art und Weise. Aber einfach um zu gucken, was passiert, wenn ich etwas Ungewöhnliches mache? Was passiert, wenn ich etwas mache, womit man normalerweise nicht rechnet? Denn es gibt diese normalen Verhaltensweisen, die Leute von dir erwarten und auch die normalen Verhaltensweisen, die Frauen von dir erwarten, beziehungsweise die Frauen von anderen Männern kennen. Und wenn du da ausbrichst, dann kann das sehr interessant sein. Und alleine das kann dafür sorgen, dass eine Frau sich länger mit dir unterhält, als sie es tun würde, wenn du komplett direkt kommunizierst. Ja, deswegen habe ich heute dieses Video gemacht und deswegen bist du vielleicht auch ein bisschen verwirrt und fragst dich jetzt, wann soll ich direkt kommunizieren, wann soll ich indirekt kommunizieren? Das musst du natürlich für dich selbst herausfinden. Wenn du das nicht für dich selbst herausfinden möchtest, kannst du das auch bei mir im Coaching lernen. Das war's mit diesem Video. Schreib mir in die Kommentare, was du von dem Video hältst. Schreib mir Videovorschläge in die Kommentare. Ich möchte gerne auch über die Weihnachtszeit eigentlich ganz gerne so jeden Tag bis jeden zweiten Tag ein Video machen. Im Januar lege ich dann wieder voll los, wenn ich wieder in Berlin bin. Geil, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir bewirbst du dich für ein Coaching, damit du im nächsten Jahr mehr Frauen kennenlernen, daten und verführen kannst, als jemals in deinem Leben zuvor. Und unten rechts in der Ecke gehst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.